Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Krotos brennen mit drin. Neuen Folge von Dead by Daylight. Ich wollte den Satz gerne noch beenden. Ich habe gerade eine Aufgabe reingeworfen in der Hoffnung, dass wir jetzt hier als neuer Killer auch auf die neue Map kommen. Ich habe Hoffnung. Ist jetzt natürlich schade, dass Krotos brennen gerade mit reingeflossen ist. Können wir aber gerade nicht viel dran ändern. Wir haben auch einen der neuen Perks drin, aber ich weiß immer noch nicht richtig, wie die heißen. Jedenfalls der, wo man das rote Licht verliert. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der heißt. Oh, sehr gut. Mutters Behausung, Roter Wald. Sehr, sehr nice. Wir haben es in die neue Map geschafft, meine Lieben. Das ist total super. So, ich habe jetzt die ganze Zeit Überlebender gespielt gehabt. Ich muss mich jetzt erstmal hier generell zurechtfinden. Alter, die Bäume sind ja auch heftig. Sehr, sehr nice. Die Map ist ja richtig, richtig schön. Also ist jetzt mal unabhängig davon, ob sie sich gut spielen lässt oder so, aber optisch ist die schon echt, echt hübsch. Also optisch macht die was her, sage ich euch. Wie auch so das Wasser so von oben. Das ist schon nice. Das ist echt, echt cool. So, hier ist gerade jemand durchs Fenster raus. Und das ist rennend. Oh, das war gerade voll schräg weggeworfen. Ah, ich kann mit der gerade überhaupt nicht zielen. Da war unsere letzte Killerrunde eindeutig besser gewesen. So, wo ist er denn jetzt so schnell hin, sagt mal. Da war aber schnell über alle Berge. Boah, aber ich bin gerade momentan auch eher fasziniert von der Map, ne? Ich merke, wie ich ständig hier nach links und nach rechts gucke. Oh, fuck it. Weil ich das so schön finde. Hui, da haben wir was geschafft. So, wir müssten bei ihr jetzt auch durch das Treffen zwei verschiedene Stati haben. Ich habe einmal Erblindung mitgenommen. Und einmal Erschöpfung, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Boah, geile Hütte. Würde ich mir gerade gerne genauer angucken. Aber gut, wir laufen jetzt erstmal außen rum. Die Karte ist ja Hammer. Voll begeistert. Würde ich gerade am liebsten nur so rumlaufen. So, dann hängen wir sie dann an der Stelle mal auf. So, wir brauchen auch neue Beile. Wir müssen da dringend mal einen Schrank finden. Aber ich glaube, hier in der Hütte dürften wir Glück haben. Um uns hier etwas auszustatten. Schaut mal, hier ist Muttis Schrank. Da holen wir uns mal einfach was Neues. So. Wunderschön. So, da hinten ist noch ein Generator. Da können wir mal hingehen. Und dann gehen wir einfach rechts. Ja, schau mal einer, guck. Mein Instinkt täuscht mich da doch nicht. Da hat sie uns noch was über den Kopf gezogen. So, Feng Min, komm zurück. Wo bist du hin? Min. Da waren sie jetzt aber auch alle schwer beschäftigt, wo ich mit ihr beschäftigt war. Hier in der Hütte oder dahinter? Dahinter war das der, ne? Ach ja, genau. Da, wo wir Dwight vorhin geholt hatten. Der war ja auch schon relativ weit gewesen. War hier gerade wer? Nö. So, wo ist die Person hin? So, die andere wurde jetzt auch vom Haken geholt. Dann gehen wir mal dahin zurück. Das wird spannend. Die Map ist schon echt mega, ne? Also das könnte ja glatt eine neue Lieblingsmap werden. Rein optisch schon. So, da läuft Dwight auch wieder. Unser Freund und Helfer. So, wo ist er hin? Da, guck mal, da ist er. Versteckt er sich hinterm Baum? Ich hänge im Baum fest, ist doch furchtbar. So, aber am Ende... Wow, daneben. Muss er ja rauskommen. So, und auf die gute, alte, bewährte Methode geht es natürlich auch. Aber ich möchte halt gerne ein bisschen Zielen üben. Was sich natürlich besser macht, wenn man auch mal damit wirft. Hä, wo ist er denn hin? Ach, da. So, da haben wir ihn wiedergefunden. Oh, er kam zurück, da war der Sackgasse. Wie gut. Wie gut. Wie gut.
Das hat ja ganz gut geklappt. So, ist hier, da hinten waren sie gerade. Hier ist ein Haken, sehr gut. So, sie sind also sehr stark in der Nähe. Werden wir da gleich mal hingehen. Denn sie waren hier ja offensichtlich gerade. Die Frage ist nur, wuhu. Ich habe nur Gestalten langlaufen sehen, aber wo sie letztendlich sind, weiß ich nicht so genau. Blöd. So, da oben ist auch noch ein Generator, ist ja richtig nice. So, sie laufen nach da rechts weg. Ah, die Karte ist ja echt mega, ne? Ich kann nicht aufhören zu wundern. Na, Jake, merkst du selber, dass das nicht der beste Baum war, um sich zu verstecken? Ich hänge hier im Baum, Alter, das gibt's doch gar nicht. Komm zurück. Mutti will spielen. Ja, hier ist die Palette schon weg, mein Freund. Das, ist gerade ein bisschen ungünstig. Hui. Boah, da schreit sie hier so rum. Hey, ich hau daneben. Das gibt's gar nicht. Okay, ich habe mich gerade echt schlecht angestellt. So, wo ist er denn jetzt hier hin? Oh. Ich dachte gerade, das Pferd wäre jemand. Aber ich hätte nach links hauen sollen, Mensch. Verdammte Axt. So, wo ist er jetzt hin? Ich habe ihn verloren. Ich bin untröstlich. Ja gut, da habe ich mich gerade ein bisschen schlecht angestellt. So, ich war jetzt auch irgendwie noch gar nicht richtig an den Generatoren. Schaut mal hier. Ist schon was am Funktionieren. Hier war eine Kiste. So, und hier haben wir gerade nur Äxte. Ich dachte, vielleicht versteckt sich ja durch Zufall jemand hier. Aber wir gucken mal gleich noch in den anderen Schrank. Ich habe Hoffnung. Nee. Wir nehmen einfach nur noch eine Axt. Obwohl unsere Äxte voll sind. Wir haben Spaß an Äxten. So, da oben ist noch einer und da verteilen sich auch noch welche. Wir haben halt so noch die Qual der Wahl. So, hier ist nichts los. Dann gehen wir mal hier durch die Hütte. Sieht schon sehr nice aus, ey. In den Busch. Wow. War das knapp. Aber so geht's natürlich auch. Wow, da habe ich gerade komisch losgelassen. Oh, ich habe keine Äxte mehr. Knapp. Ich fresse hier nebenbei fast das Mikrofon. So, aber irgendjemand spielt hier mir zu sehr am Generator rum. Deswegen hauen wir das jetzt mal. So, und dann gucken wir mal, ob hier jemand... Da ist Dwight. Dwight, komm mal her. Wir wollen mal spielen. Siehst du, wir spielen. So, ich brauche neue Äxte. Ist gerade blöd ohne. Dringend. So. War jetzt hier wieder dran, um das aufzuhalten? Nee, war er nicht. Boah, ich hau immer da drauf, statt in die Ferne. Haha, geschafft, sehr gut. Da lag er ganz schön. Nein, ah, ich hasse das, wenn das genau in dem Moment ist. Fuck it. Ich meine, sehr gut gemacht. Böse Feng Min. Wir haben schon wieder keine Äxte. Die lassen sich viel zu schnell aufbrauchen. So ein Käse. Wow, das war aber knapp. So, Feng Min, wir kriegen dich. Pass auf. Ich gebe mir reglich Mühe, dich zu kriegen. Puh, das war aber rangeslidet, Alter. Das war, mehr Glück. So, wie Dwight Glück hatte, dass Feng Min da war. So. Da hängen wir sie mal an und holen uns gleich mal ein paar neue Beile. Waren hier nicht gerade welche? Da waren welche. Ich kann sagen, ich habe irgendwo welche hängen sehen. So. Nehmen wir an der Stelle gleich mal mit. Sehr gut. So, wir kehren auch gleich mal zurück.
Ich laufe, ich mach einfach mal auf die... auf das Glück hin, dass wir hier jemanden treffen. Schaut mal da oben. Nee, Mäuschen, das hat gerade nicht so funktioniert. Ah, okay, man kriegt sogar jetzt Punkte dafür, dass man das Taschenlampenlicht meidet. Habe ich noch nie festgestellt. Alter, geh mal ganz hier Schild hier weg, du. Das mag ich ja gerade gar nicht. Wo ist er hin? Wow, das war ja knapp. Hä? Was war das denn? Das war ja höchst interessant. Wow, wie knapp. So, hol Peng Min mal da runter. Mal gucken, wie lange euch das was bringt. Wow, Alter, wie knapp war das denn bitte? Was für ein Glückspilz. Ich bin gerade auch ein bisschen ungeduldig. In den Ast? Warum in den Ast? So ein Quark, Alter. Na geil. Ah, das ist ja ärgerlich. So, und ich habe schon wieder keine Äxte. Gibt's doch gar nicht. So, jetzt hat er mich auch entdeckt. So wie dazu. Huh. Das war jetzt doch schon leicht knapp. So, hängen wir Jake mal an. So, wir brauchen neue Äxte an der Stelle. So, und wo sind jetzt noch Generatoren? Der hier oben auf dem Dach ist anscheinend gemacht. Hier wird noch versucht zu schrauben. Hm. Gerade auf die Schnelle keiner zu sehen. Ich könnte rein theoretisch in Schränke gucken. Ich habe aber Angst, genau hier, wenn er gerettet wird, dass ich dann was verpasse. Und das wollte ich nicht. Oh, das war auch großes Glück. So, einmal durchs Feuer gerannt hier. Hä, wo geht's denn da lang? Ja, das war jetzt blöd. Oh, Alter, was für ein Glück. Was für ein Glück. Die Füße weggehauen, Alter. Heftig. So, wir versuchen mal da hinten den Haken anzusteuern, in der Hoffnung, dass den gerade keiner sabotiert. Ja, schau mal, einer guckt, da ist auch schon Jake und versucht's. Gott sei Dank hat das nicht geschafft. So, Jake hat auch kein Adrenalin, sehr gut. So, hier kommt er auch nicht durchgehüpft, schade. Ich hatte Hoffnung. Ist er gerade uns vorbei? Hä? Hä? Waren es noch seine alten Blutspuren? Ich bin gerade verwirrt. So, aber ich wette ja mal fast, dass er noch hier ist, oder? Hat er sich knallhart gerettet. Wo ist denn der andere Ausgang? Da ist einer und... oh. Achso, gleich hier neben. Schau mal, einer guck. So, und Jake hat hier gerade noch den Haken runtergeholt. War vielleicht nicht die beste Idee. So, wir versuchen es mal nach da hinten zu kommen. In der Hoffnung, dass uns da den Haken jetzt keiner runterholt. Das wäre äußerst ungünstig. So, dalle. So, hier ist gerade noch jemand gerannt. Frage ist, wohin? Hm, keine Ahnung. Gehen wir hier Richtung Ausgangstor. Ist es mittlerweile offen? Ja, sieht ganz danach aus. War hier gerade jemand? Ja, da war sie gerade hier. So, mehr Glück als alles andere, da in den Ausgang zu fallen. So, ich wette ja mal fast, dass sie zum anderen gehen. Also das würde ich auf jeden Fall tun. Ich würde jetzt nicht hier da lang laufen. Deswegen laufe ich gerade auch mal hier lang. In der Hoffnung, dass ich noch wenigstens einen sehe. Aber ist der... der Wald ist so schön, ne? Ich feiere die Map so. So, hier ist auch keiner.
Dann sind sie wohl doch zum anderen Ausgang gegangen. Durchaus möglich. Aber richtig, richtig schön. Ja, wie das da so hoch geht, ne? Ja gut, das hier drin, das sieht dann schon wieder ein bisschen hungrig aus. Scheint so die kleine Räucherkammer hier oben zu sein. Und wenn wir hier drüben reingehen, müssten wir dann in das Haupthaus kommen, oder? Nee, das ist das... Hä? Gab es hier ein kleines und ein großes Haus? Ich bin jetzt verwirrt. Nee, doch, stimmt. Da hinten ist das größere Haus, oder? Nee, das ist nur die Hütte. Hä? Bin ich jetzt verwirrt? Da drüben ist das Haus, boah. Ich wollte gerade sagen, hä? Irgendwie ist hier was anderes. So, da hatten wir jetzt die Räucherhütte. Und hier geht es dann tatsächlich hoch. Sieht so gut aus. Oh, Nick ist jetzt auch gegangen. Da hatten sie wohl gerade keine Lust mehr. Ah, das sieht auch richtig, richtig gut aus. Sorry, ich war jetzt total begeistert von der Map. Und ich dachte, gucken wir uns die lieber an, als da noch hinterher zu sprinten. Ja gut. Lief jetzt nicht so ganz. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen. Erklärung. Ja, ich kann mir das selbst nicht so richtig erklären, wie sich das jetzt da zusammenschließt und warum vor allen Dingen. Weil, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Bei den Überlebenden ist es ja auch nicht so. Also es geht, glaube ich, darum immer, wie oft man jemanden gehittet hat, beziehungsweise an den Haken gehangen hat. Also ich glaube, wenn derjenige down ist und oder an den Haken gehangen wurde. Aber Jake hatten wir ja auch mehrfach, oder? Ja, ich bin mir da echt nicht sicher. Es kann auch reines Hakenhängen sein, aber dann verstehe ich nicht, warum es vier sind. Ich bin überfragt, keine Ahnung. Wenn ihr da mehr Bescheid wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich stelle mich da ein bisschen doof. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zur nächsten Folge und bis dann.